Es kann einem gleich so richtig warm ums Herz werden, wenn man sieht, was dieser Mann aus alten, ausrangierten Gussöfen macht. Roland Koch aus Günserode, der ist Ofenrestaurator und Sammler. Mit viel Geduld und viel handwerklichem Geschick macht er aus heruntergekommenen Öfen von anno dazumal wieder so richtige Prunkstücke. Um an diese alten Werbespender heranzukommen, reist er auch schon mal kreuz und quer durch Europa. In seiner Werkstatt macht er sich dann ans Werk. Beate Thyron hat den Ofenliebhaber aus dem Kyffhäuserkreis für unsere Serie Deutschland ist Spitze besucht. Ich mache das als Liebe. Ich mache das 200%ig als Überzeugung. Das verlorene Handwerk, was heute wirklich eigentlich kaum noch jemand kann. Also diese Ofenplatten gießen oder erstmal schnitzen, die original wurden ja in Holz geschnitzt. Das tut mir in der Seele weh, dass das wirklich im Bach runtergeht. Und ich freue mich über jeden Ofen, der so original wie möglich meine Werkstatt verlässt. Es ist wirklich ganz tief im Herzen drin. Wer Ronald Koch in seiner Werkstatt erlebt, könnte meinen, er hätte nie etwas anderes gemacht, als alte Gussöfen aufzumöbeln. Dabei ist er eigentlich Klempner. Doch irgendwann bekam er einen Ofen geschenkt, hat ihn auseinandergenommen und damit war es um ihn geschehen. Bis heute fasziniert ihn die Präzision des Ofenbauerhandwerks. Geht doch. Jetzt passt. Jetzt passt er. Jetzt freut er sich. Ja. Restaurieren, sagt er, ist eine knifflige Sache. Für kaputte Teile müssen Schablonen gebastelt werden, damit sie nachgegossen werden können, immer als Unikat. Das ist das Teil im Wachs. Das bringen die Gitterei, die machen da Keramik drum, so dicke Keramik. Und dann kommt ein, so ein kleines Loch oben rein, ein kleines Loch unten rein, wird die Keramik gebrannt, das Wachs fließt raus und innen drinnen bleibt das Modell für Eisen. Die Mühe, die Ronald Koch in jedes Detail steckt, lohnt sich. Neu und unversehrt wie einst sehen seine Schmuckstücke nach der Restaurierung aus. Mehr als 500 Öfen hat er so neues Leben eingehaucht. Sie stehen in ganz Europa, von Oslo bis Sizilien, von Moskau bis Paris. Sammler gibt es vielleicht zwei Hände voll, die das so brutal machen wie ich. Mehr wie 10 finden sie nicht. Und davon, die nur restaurieren, eine Hand voll. Also es kann einfach keiner mehr. Deswegen, ich fühle mich da als Retter von deutschem Kulturgut. Also mal groß gesagt, aber irgendwo ist ja so. Neben Gussöfen sammelt Ronald Koch auch historische Musterbücher. Eine beachtliche Menge hat er über die Jahre zusammengetragen. Nur durch sie weiß der Ofenbauer, wie die Öfen bis ins Detail aussahen. Also für mich ist das eigentlich ein größerer Schatz wie die Öfen selber. Das ist die Grundlage des Restaurierens. Also man muss ja erstmal wissen, wie der Ofen fertig ausgesehen hat. Meistens kriegt man nur Fragmente. Also das ist nicht billig, so ein Buch. Also manchmal bezahlt man mehr für ein Buch wie für einen Ofen. Öfen auf- oder abbauen gehört zu den Dingen, die Ronald Koch längst im Schlaf kann. Obwohl so ein Gründerzeitofen schon mal bis zu 40 Einzelteile haben kann. Da passt jedes Teil ins andere. Da passt kein anderes Teil drauf. Also man kann es eigentlich nicht verwechseln. Die kunstvollen Exemplare, die Ronald Kochs Werkstatt verlassen, sind vom Ofen-TÜV abgenommen und dürfen ganz normal befeuert werden. Nur seine eigenen zu Hause in Günserode, die sind komischerweise nicht angeschlossen. Ich krieg's nicht übers Herz. Also ich krieg kein Stück Holz reingelegt. Es blutet mir das Herz. Ich habe so viel Ehrfurcht vor diesem Handwerk. Krieg ich nicht hin. Ein Löwenrudel.